Wenn ich die höher stelle, dann stehen bei mir. Was stehe ich denn? Was sitze ich denn im Force India? Ja, ihr müsst auch die Autos anpassen. Was habt ihr denn da schon angefangen? Ich hab gerade einfach mal so hingeschaut und gedacht, wie weit sind wir denn? Das sitze ich schon im Cockpit. Cockpit. Ah Mann, boah, das schmeckt. Das hat sie in einem Video gesagt. Besser Cockpit als Führerhaus. Ich muss das auch nochmal mit 0% probieren jetzt. Vielleicht stimmt das ja wirklich. Happy Birthday, Bauhaus! Happy Birthday! Das hab ich auch noch. Dürfen wir schon auf Los drücken? Nee, ne? Mm-mm. Oh, zu spät, nein, Spaß. Wer von euch? Ich bin der Mann jetzt hier. Das ist eh der Master. Was? Ja, der kleine Ungeduldige. Ja, genau, wo wir noch damals. Nicht Monaco der Philippe, du bist Philippe, der andere ist Master. Ja, vorhin hast du mich noch Master genannt. Echt? Ja. Dämlich. Alle auf Start! Vielleicht kommt Peitschen-Tennis. Also Leute, ich werde ganz schlecht wegkommen, ich sag's nur schon mal, ne? Leute, ich glaube, ich benenne mich für das Rennen den Peitschen-Gunter um, das bringt mir immer Glück. Damit hab ich meine MP2-Morb gemacht, den Peitschen-Gunter. MP2, ja. Das voll aus dem MP2 eine Morb gerissen, ne? Ja, nee, ich hab keine, also ich hätte eine gerissen, wenn ich sie dabei gehabt hab. Hätte voll ein Morb, ne? MP2. Ja, Leute, nicht wundern, wenn ich trotzdem stehen bleibe. Wenn du den Mob MP2 reißt, dann bist du ein Hacker. Ich setze eine Pause in. Ja, ich stehe auf Position 3. Dann bist du ein Hacker. Nein. Hülkenberg fährt auf 1. Wow. Du willst in MW2 eine Mob reißen. In MW2? Natürlich kann man eine Mob reißen. Ja, meinetwegen auch Nuke, das ist das Gleiche. Nein, bei Mob ist 25er Gunstreak. Nuke ist 25er Gunstreak. Boah, wer hat hier schnelles Internet? Achso, ja, okay, ich hab mit Killstreaks, okay, meinetwegen. Hülkenberg fängt von der 1, sehr realistisch. Scheiße! Was? Was ist jetzt schon wieder? Ich bin in meinen Einstellungen, das heißt, wenn ich einen Knopf drücke, dann dreht sich das Lenkrad. Was macht der Hülkenberg denn? Du bleibst ja ganz stehen. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, wie schlimm wird der Start gleich sein? Ich hab schon Angst. Entschuldigung, Master-Konflikt, da muss... Wer ist also durch die Minute alle durchgeleckt? Bargamer, du bist durch uns alle durchgeleckt. Ich weiß. Und Hülkenberg-Fan hat schon das Auto zerstört. Vortrex, ja. Wie hast du mich jetzt eigentlich überholt? Innenrum. Ja, also ich bin durch dich durchgeleckt. Also der Espresso-Ballon mit? Ja. Okay, dann ist das Rennen schon abgegeben. Ah, wird doch kein Scheiß. Natürlich. Wir haben noch einen schnelleren Fahrer dabei, gell? Der wäre? Wie heißt der? Snookey. In Bahrain war doch auch der Espresso-Ballon vor. Da gibt's noch einen schnelleren, der fährt nochmal 2 Sekunden schneller. Alter, ey, das fand ich aber... Wer ist der Ferrari? Ach, Philipp? Oh. Also wenn so gleich das Liga-Rennen losgeht, könnte ich mitleben. Ich nicht. Ja, wenn ich nicht. Der Band, der ja, ich auch. Als guter. Ich hab mich wieder durchgeneckt. Und hab mich dann gedreht. Oh, Binder setzt innen an. Binder innen ist nicht gut. Was denn? Wir haben's doch fair geklärt. Oder? So kann das Siegerrennen ausgehen. Haben wir es fair geklärt? Ja, das war fair. Okay. Ich hab dir doch auch genug Platz gelassen, oder? Jojo. In der Kurve, Tracy, und da bin ich über lahm. Hast gleich auch mich aufgeholt. Tracy Kenneth, kannst du die hier durchfahren? Ja, ne? Hm? Kannst du die voll nehmen, die Kurve, wo wir jetzt gerade waren? Gerade eben nicht, weil ich noch nicht ganz sattelfest hier bin und nichts mehr sehe vor lauter Dreck. Ja. Oh, scheiße! Alter, boah, der Ferrari und Vortrex, ach, Liebe, ja klar. Die zwei, die berauchen sich aber. Ah! Das war ein bisschen... Ja, die Bodenwelle. Du fährst auf die Bodenwelle rauf und der Auto fliegt fast. Du kommst einfach nicht mehr um die Kurve rum. Karte dir! Ich hab Ex. Oh. Ah! Vorsicht, erste Kurve, Vorsicht! Ey Leute, das wird ein spannendes Rennen, so sieht's aus. Aber oh, ich geb's euch jetzt von hinten, ich komme. Oh, nee, bitte nicht. Er kommt. Das wird ein ganz spannendes Rennen, oder? Oh. Was macht Alter, wer vergewaltigt da sein Leck? Es war grad leicht. Ey, das ist mein Spruch, Tresor-Ballon, alles okay. Oh, jetzt wurde ich von Massa in die Wiese gedrückt. Kann es sein, dass das ein spannendes Rennen hier wird, ja, ne? Ja. Oh Gott. So geht's aus.
Vortrex-Support, ey, was machst du davon? Ich glaube, der Philippe, der hat noch nicht mal sein Setup drin. Ich habe mein Setup drin, aber ich habe das Kacklenkrad, das ist in den Einstellungen, also das ist nicht auf F1 eingestellt. Cornflake, wo bist du denn eigentlich? Hä, hey, du, ich stell das Lenkrad immer nur in F1. Cornflake, direkt wo bist du gerade? Gibt's da noch richtige Lenkrad-Einstellungen? Ja, es gibt einen Treiber. Ja, ein Treiber. Ach, was macht denn der Massa? Ich bin Achter. Aber hä, hey, kann man im Treiber was einstellen? Das wusste ich gar nicht. Ja, man kann da auf Einstellungen gehen und dann, auf Gerät, hey, dann ändern und... Was bin kann man da alles einstellen? Ja, da kann man einstellen den Lenkradumschlag, was? Also von... Entschuldigung, Binder, da wolltest du ein bisschen zu viel. Ja. Okay. Leute, mich hat die Force-Feedback-Stärke... Ey, Cornflake, ich bin jetzt vor dir. Aber ich stell das sowieso immer nur im F1 direkt ein. Ja, ich schenk dir die Position noch. Das war nein, ja... Nein, brauchst du nicht. Wir sehen uns gleich auf der Rennstrecke. Oh, Wargamer, das gibt Krieg. Und außerdem, das ist nicht schlimm. Okay. Ich bin mehr selber gleich. Schon mal so reingestochen, also... Die Position nimmt man selber schon mal so reingestochen. ich hab jetzt schon minus eine Runde Sprint. So kann man's auch machen. Wo bist denn du? Und Tracy, wie viel Runden minus hast du? Gedreht. Also Master Cornflake, wenn, gleich, wenn das Rennen so ausgeht, wäre ich auch... Nee, wäre ich nicht. Ja, wär so wäre ich nicht zu spielen. Nee, ich nicht. Cornflake, wo bist denn du? Du gondelst da hinten rum. Ich bin neben der Bar... Oder jetzt bin ich der Hinterbar geworden. Ja, ja. Und Vortrex lackt ab. Bargeber, fahr mal zu! Ach so, ich muss ja noch fett genug noch wir sind behindert, Junge! Hast du da auch ich hab ne Strafe, ist klar. Bargamer ist dir noch radikaler gefahren, ich, als ich. Ja. Ich schieb ihn einfach von der Seite rein. Ey, ich bin ganz normal eben rein. Ja, ganz normal. Ja, natürlich, in der Kurve. Du hast aufgemacht. Master Cornflake, jetzt guck ich Bargamer einen Tag oder er wird's dir heimzahlen, ich sag's dir. Ja, er wird's mir natürlich halt zahlen, wie ich Bargamer kenne, aber... Oh, ja. Eigentlich dürfte ich ihm auch was heimzahlen. Was denn? Ja, hallo, du hast einfach die Tür zugemacht. Siehst du, neben dir. Jetzt sucht er seine Ausrede. Es ist immer so, Master Cornflake sucht immer Ausreden. Da habe ich wieder meine Ausrede gesteckt. Oh, Philippe, hast du noch gewonnen? Ja. Ja, da war noch ein Fehler drin, dann habe ich in der letzten Kurve zurückgesteckt, als die Kollision zu machen. Fuck, ich habe keinen Sprit mehr.